Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play God Eater 2 Rage Burst mit mir, dem Leviathan 2. So, ich hab darüber nachgedacht, was wir jetzt tun sollten. Ob wir weiter Charakter-Episoden fortführen oder ob wir Farm gehen oder so. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich den Cube machen will, weil die einzigen beiden Charakter-Episoden, die ich noch machen kann, sind Emil und Nana. Und die interessieren mich nicht so wirklich. Dementsprechend. Und einfach nur Farm gehen ist, hat auch. Da machen wir lieber den goldenen Fuchs. Jagen wir einen QB. Ja, das ist vorgegeben. Backup nehmen wir Lika. Und Hilfe machen wir wieder die Hast rein. Hast. Noch Hast. Hier. Ja. Und dann noch einmal einen Angriff ignorieren. Passt. Ja, der Kern besteht. Okay, wir haben kein Element, das ist jetzt gerade als effektiv. Also müssen wir schnell schauen. Chirogane passt, Schroh passt. Demut passt, Phantomschnitt ist alles ausgerüstet auf neutral. Dann gehen wir auf die Jagd nach dem QB. Soma, Alyssa. It's been a long time since we all fought together, hasn't it? It feels damn good to be back at it. I miss this. Lindo, are you feeling all right? Yeah, of course. It just feels like we've grown. I mean, look at you. My young trainees have come so far. Brings a tear to my eyes. It's good to have you on board too, Captain. I hope you're ready to keep up with us. That's what I like to see. Well then, the Aragami ain't gonna wait forever, shall we? It's time. Let's go! So, mal schauen, wie sich Cradle hält. Ich werde meine Heilung vermissen, aber immerhin ist Alyssa dabei. Komm runter, Fuchs. Oh je. Okay. Ja, ich. So. Ich habe eine Schrotflinte, ich kann da nicht den Gegner von oben runterballern. Ein Haufen Laser, hm? Aber Schaden scheinen wir gut zu machen, also. Schaden macht er auch. Er scheint so ein Fernkampfgegner zu sein, aber halt ein schneller. Naja. Im Moment habe ich das Gefühl, dass solange ich nicht vor seinem Maul stehe, ist eigentlich alles in Ordnung. Okay. Vielleicht auch nicht. Gut zu wissen. Mhm. Ist mal wieder interessant, einen neuen Aragami zu lernen. Also komplett neu. Nee. Ist nur wieder einer, der so schnell ist, dass es schwierig ist. Oh. Ja, halt euch. Ich brauche euch. Okay. Versuchen wir mal was. Ich glaube zwar nicht, dass es funktionieren wird, aber. Perfekt. Jetzt haben wir Tamamo-Atem. Okay. Ich weiß nicht mehr. Ja, das tut weh. Bitteschön. Das tut auch weh. Aber ich heile mich ja dank dem Burst. Und
Ist er wütend? Scheint doch nicht wütend zu sein. Er ist am Prall mal so schnell. Nicht zu früh reingerannt. Okay. Das war... Er scheint schneller zu werden. Oh, das war zu früh. Oh, wow. Gib mir deinen Kopf. Und der Kopf nimmt auch weniger Schaden. Hm. Das wäre jetzt ein Gegner, den würde ich eigentlich nur mit meinem Langstreckenangriff mit der Sense erledigen. Aber... So ein bisschen so. Aber er ist zu schnell dafür. Sie haben daran gedacht. Eigentlich haben sie das ja wahrscheinlich nicht, weil die Sense erst nach dem Fuchs entwickelt wurde. Aber... Und da kamen die Laser. Weil ich, soweit ich weiß, ist der Fuchs noch, also ist QB noch in God Eater 2. Also eigentlich ist das, glaube ich, noch gar nicht die Rage Burst Storyline, sondern einfach quasi das Aftergame von God Eater 2. Schwierig zu sagen, aber ich will auch fressen. Aber ich glaube, ich habe schon vom Cube gelesen, da war God Eater 2 Rage Burst noch nicht mal angekündigt, also... Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, auf jeden Fall... Meins. Es ist herrlich, wenn der Angriff trifft. Nicht okay. Ich habe was erwischt. Da kann man nicht mehr weg. Oh wow, danke. Hier lass du auch. Kannst du zwei haben. Laser. Er hat das so eine kurze Reichweite. Schade. Dann habe ich den Schlaggang ein bisschen verschwendet. Rückwärtssalto. Wo sind wir denn hier? Berg getroffen. Okay. Er lässt sich mehr Schweife wachsen und greift dann damit an. Ich will mal schauen. Macht auch nicht mehr Schaden. Wird wahrscheinlich alles etwa gleich viel Schaden machen. Oh ja. Jojo, ist Plan. Ist. Oh, okay, so mal macht's. Dann. Bitte raus. Ich lass mal die Pille 2 drin. Gib mir schnell. Sind wir schon? Ja. Und einziehen. Also ich müsste. Wir sind ja irgendwie gut daran, ihm Schaden zuzufügen. Er schluckt ja ganz schön Schaden. Die Frage ist nur, wie viel kann er denn schlucken? Bei so einem schnellen Gegner würde man ja normalerweise sagen, er sollte nicht allzu viele Leben haben, aber ich würde es ihm jetzt noch zutrauen, dass der eine Weile aushält.
eine Leben. Noch mehr Überraschungen. Ja, wir haben zumindest mal den Kopf zerstört. Ja, mit Hast und Burst sind die Angriffe. Ist sogar der Angriff hier relativ schnell. Das ist. Ich habe nur den Schwachen gekriegt. Zu früh aufgehört. Aber egal. Oh ja. Licht gegen einen gebrochenen Kopf. Also heilig gegen einen gebrochenen Kopf scheint. Oh, dankeschön. Rennst du jetzt nur noch umher? No, 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 no. Auf jeden Fall, er ist auf mich fixiert. Ja. Und noch zwei. Ne, er hat sich hingedreht. Perfekt. Leben für die Armen. Ja, aber seinen eigenen erträgt er relativ gut. Oh, Leben. Dankeschön. Ja. Ich meine, ein besseres Schild hätte in dem Kampf garantiert auch gut getan für die höhere Verteidigung, aber. Es reicht. Das ist der Angriff, der mich am meisten nervt. Trifft überall um sich herum, macht am meisten Schaden und. Naja. Schnell ist der Kübi so oder so. Hier noch. Yes. Du bist in Rage. Aber ich habe auch Burst, also. Das wäre so gut gewesen, wenn das getroffen hätte. Ich müsste irgendwie billigere Schrotschüsse machen. Oder teurere. Schüsse zu kreieren für die Schrotestation. Oh. Vielleicht ist es Zeit für eine andere Waffe. Als Schrot. Ich bin kein Sniper vielleicht? Bist du nicht gerade erst wütend gewesen? Gib mir all deine Energie. All die Leben, die ich haben möchte. Nice. 400 Schaden, das habe ich nicht zu nehmen. Ja, in der Ecke habe ich den Vorteil. Überall sonst ja. Bombensport. Ach, diesmal hat er nur einmal gemacht. Ja. Ja, diesmal hat es wenigstens Schaden gemacht.
Den habe ich geblockt irgendwie. Ja, langsam könnte man seine Schweife gebrochen werden. Wir haben bisher nur den Kopf gekriegt. Mach mal alle drei. Komm, Lindo, kill ihn. Oh, Brustplatte, okay. Ja, jetzt. Das ist wahrscheinlich gleich aus. So innen drin so rot ist. Kommt hier. Ich wusste, dass da was kommt. Oh wow. Dankeschön. Dankeschön. Dann machen wir ihn noch fertig, hä? Oder er uns. Leben. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Item gebraucht. Ich bin dafür zweimal tot umgefallen, aber oder bewusstlos umgefallen. Oder mehr dieses Anime, ich kann nicht aufstehen und nach 5 Minuten kann ich normal weiterkämpfen, Gedöns. Nein. Bitte lass das der Finisher sein. Okay. Wäre zu cool gewesen. Lass das den Finisher sein. Auch nicht. Hat er doch noch so viele Leben? Mhm. 15 Minuten. Ah, danke schön. Na, 15 Minuten. Ja, wir wollen uns natürlich auch das die Fuchssachen nicht entgehen lassen, wobei wenn sie dann einfach nur so vom Fuchs Sachen ist, haben wir da nicht schon irgendwie Erschaffer und Göttliche und keine Ahnung, Kriegsgott Materialien bekommen, jetzt gibt es halt einfach Fuchs. Aber war immerhin ein cooler Kampf, ich meine, der Kyubi war schnell. Ein Haufen Action. So, jetzt nehmen wir eine Bruchbelohnung. Mehr Gegenstände von ihm wären immer gut. Team FP Abwehrknall. Orakel Autoregeneration. Das ist ziemlich gut, wenn du ein Gunner sein willst. Okay. Wahrscheinlich, weil ich so viele große Angriffe eingesetzt habe. Don't let your guard down. Not that I ever would. It's still alive! Nice job, kid. Why don't you take a seat? You looking at the arm? You're honest. I like that. Want to hear the story? Must have been about 3 years ago now. I was trapped between a rock and an origami place. The beast snapped up my armlet like it was nothing. Once it's in the blood, the infection spreads like wildfire.
That's how this thing happened. The captain of the first unit at the time, who, I don't think you've met, strangely enough, joined up with CODA to find a way to halt it. Together, they put their lives on the line and just barely stopped the infection. Huh. I guess a lot happened back then. Well, maybe we can talk about it some other time. Hey, by the way, Captain, well, you don't have to answer right away, but... Okay, well, it's just that... Well, I mean, I guess I kind of like you. And the blood crew and all that. So, well, if it's cool with you, why don't you join Cradle and fight alongside us? Lindo always gets so flustered when he tries to recruit new members. Yeah, it's almost too embarrassing to watch. Almost. I can hear you, you know. Hurry up and get us ready to move out. We ain't got all day. Anyways, you don't have to reply right now. Talk it over with the rest of the team, yeah? Get back to me when you have a chance. Together, we can travel the world, see some sights, fight some origami. But most important, meet all different kinds of people and build a cradle for them so that every last one can sleep truly safe at night, you know? That's the Dream Cradle was named for, back when we started this. Me, the old captain, Alyssa, and Soma together strive to make this dream real. I really hope you'll share in it too. But hey, no pressure. It's up to you. Ball's in your court. So, yeah. Yep. So, Charaktermission für Lindo sind nun verfügbar. Yay. Dann sagt er da auch ein bisschen. Dann, ja. Banane. Wir sind nichts Neues, wahrscheinlich hier größtenteils. Ich meine, wir reden schon noch mit allen, aber. Hm, okay. Nachschauen schnell. Ausrüstung. Nicht Ausrüstung, herstellen. Ich will wissen, ob man jetzt hier eine. Die Warlord, okay. Und die hat Heilig. Mhm. Braucht man ein bisschen Sachen von ihm. Aber gut wäre sie. Hm. Ich bin mir jetzt echt am Überlegen, ob ich noch eine. Ob ich eine andere Waffe bauen will. Waffe meine ich natürlich. Die Sense behalte ich. Die Sense ist viel zu cool. Wenn wir dann in God Eater 3 mal spielen, dann kann ich überlegen, die Doppelklinge zu nehmen. Werde ich wahrscheinlich auch, aber hier habe ich gerade mal überlegen, die Schrot, also die Kanone. Kuro ist die Maschinengewehre spiele ich halt selbst immer. Das wird dann immer so schießwütig. Und die Sniper habe ich nie gespielt. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich will. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Kanonen mal interessant wären. Wollen wir die Kanonen mal ausprobieren? Die sollen aber eigentlich erst gut sein, wenn man quasi einen Haufen draufsetzt, also eigene Schüsse davon macht. Aber da könnte man sich ein paar anschauen. Also ich weiß, dass die Kanonen hier, die können als, warte mal, der wird... Ja, die werden hier als... Wie ist die? Hat Schrotflint genannt werden. Die werden für One-Hit-Kills benutzt. Wisst ihr was? Ich will mal. Zum Aufwerten. Schusswaffe, wir haben hier wahrscheinlich. Ja, der geht lange noch nicht. Was wollte ich denn noch
ich dir auch verteile. Bist du einfach hier dann Schüsse? Kugeln. Zielsuchkugel, göttlich, Rakete. Mhm. Und Heilschusssprenger. Prototyp, aber ich brauche dann noch die Blatt. Und das ist dann das, was richtig wichtig ist. Ja, benutzen wir sie mal ein bisschen und schauen dann. Ja, und reden wir noch schnell mit den Leuten. Puh, gute Arbeit da draußen. Das war ein großer Schritt vorwärts. Und mach dir keine Sorgen wegen dem, was gesagt wurde. Wenn du aber Interesse hast, wir sind hier. Für euch steht die Tür immer offen. Okay. Schlussendlich haben wir unser Ziel erreicht, die Retro-Orakelzellen. Jetzt kann unsere Forschung endlich weitergehen. Parallele Anpassungsbefehle werden die Bauzeit der Welle senken und uns zudem eine größere Auswahl an möglichen Orten bescheren. Das sollte es uns ermöglichen, noch mehr Menschen Frieden zu bringen. Alles dank dir. Danke. Also du hast diese, die Dingens-Irgendwas-Zellen von Kyuubi? Das heißt, die Sachen, die von denen Linda und Zoma gesprochen haben, nicht mehr nur ein Traum sind, oder? Ja, lesen wir schnell noch den Brief. Oh, mehrere, okay. Neue Kleidung, okay. Gute Arbeit mit der Kyuubi-Vernichtung. Dies ist ein wichtiger erster Schritt zur praktischen Anwendung von Retro-Orakelzellen. Ruht euch aus und überlasst den Rest und überlasst uns den Rest. Vielen Dank nochmal. Dann dank dir haben wir Fortschritte erzielt. Vielen Dank. Und über das andere, denkt nochmal darüber nach, ja? Oh Gott. Blatt, danke für eure Hilfe mit dem Kyuubi. Dank eurer Hilfe machen unsere Forschungen mit den Retro-Orakelzellen endlich Fortschritte. Diese Zellen enthalten viele Geheimnisse, mit denen wir neue Verteidigungsmechanismen für Satellitenbasis und lange Expeditionen entwickeln können. Sie sind essentiell für Cradles Forschungen. Ich stelle sicher, dass wir so viel davon lernen wie möglich. Danke noch einmal. Ich bin so glücklich. Wir haben das Biest schon lange verfolgt, dass ich fast geglaubt habe, dass wir es nie fangen würden. Ohne dich wäre es vielleicht entkommen. Danke für alles. Ja, ich habe eigentlich nur einmal mit der Sense runtergehauen. Gratulation zum Sieg über den Kyuubi. Lindo hat dich gelobt. Blatts Captain war noch besser, als ich es mir hätte vorstellen können. Als Mitglied von Blatt hat mich das so glücklich gemacht. Oh ja, apropos. Dr. Sakaki wollte dich sprechen. Es hat mit Freier zu tun. Okay, wir gehen dann aber erst nächstes Mal zu ihm. Gute Arbeit mit diesem Kyuubi. Hab gehört, dass ihr die Retro-Orakelzellen auch bekommen habt. Dass man sie außen stimulieren kann und die Umgebung so anpassen kann. Das ist echt unglaublich. Du hast gerade einen Job erledigt, richtig? Glückwunsch. Ja. Gil kann die Episode fortsetzen. Was heißt unter Umständen bessere Waffen? Mit den Retro-Orakelzellen, die wir vom Kyuubi erhalten haben, hat die Forschung in einigen Bereichen große Fortschritte gemacht. Blatt wird auch überdenken müssen, wie sie auf lange Sicht verfahren wollen. Also die Gil-Episode werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal machen. Also ist der Kyuubi endlich erledigt? Cradle war schon ewig hinter denen her. Und willkommen zurück. Wenn du irgendwas essen willst, sag einfach Bescheid. Okay. Nichts allzu Neues. Herstellen wir es. Herstellen, was haben wir denn für neue Kleider? Ja. Cowboy sieht Cowboy-mäßig aus. Okay, viel Neues gibt es hier eigentlich nicht. Aber wir könnten die Cradle-Uniform. Okay. Gut, nein, ich würde dann sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn wir mit Dr. Sakaki reden gehen, aber dann doch Gills Quest machen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.